Lass dich nicht mit dem Eisblock abschlagen, ich wollte gerade sagen. Du meinst, es wird ein Thema? Wahrscheinlich schon. Oh, was? Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt, der Eisblock fällt auf dich rauf. Herzlich willkommen zu einer etwas besonderen Co-op-Couch, nicht nur, weil aktuell ja auch die Indie-Woche ist, sondern auch, weil wir heute ein Spiel spielen, das Co-op ist, aber ich spiele allein, bin aber nicht allein. Janosch ist auch da. Hallo. Ja, Janosch hat die Füße hochgelegt und entspannt sich heute ganz doll. Der muss sich gar nicht anstrengen, die Hände können entspannt bleiben, kein Controller in der Hand. Schade. Aber, ja, Check-X ist eigentlich für Multiplayer auch ausgelegt. Bis zu 4 Leute können das zusammenspielen. Aber die Demo hier in der Indie-Woche, die ist nun mal aktuell noch Singleplayer. Deshalb darf Janosch zuschauen. Und doofe Kommentare nebenbei abliefern. Ja, doofe Kommentare. Check-X ist ein Spiel, wo wir hier Check spielen, ein Mädchen. Und eigentlich hat dieses Mädchen eine Axt, aber wir müssen uns diese Axt erstmal erarbeiten. Ach, das ist ein Mädchen? Okay, ich dachte, Check ist wirklich ein Junge und er ist nur so ein typisch nordisch langer, blonder Haare, Torverschnitt. Also laut den Zeichnungen zum Spiel, die da nicht in diesem Pixel-Look sind, spielt man tatsächlich 4 Schwestern. Okay. Aber sag mal, das ist ja das, was früher auch die Spiele so ausgemacht hat, dass du dir aus dem Pixel-Look was rausfinden musstest. Also da gibt's ja auch so ganz, ganz abstruse Geschichten, wo Leute Sachen immer verschieden erkannt haben. Ja, ich finde auch, sie sieht so ein bisschen aus wie ein besonders langhaariger Vicky. Ja, wobei, es gibt ja sogar Leute, die immer noch behaupten, Vicky wäre ein Mädchen gewesen. Ja. So, dann macht man los hier. Ja, bis jetzt kannst du ja noch nicht viel machen. Du kannst hier springen. Ich kann springen und eine Stampfattacke. Immerhin, aber... So, irgendwie langweilig. Musst du irgendwie, was war das? Und sterben. Sterben kann ich auch. Das war gar nichts. Jetzt check ich das. Das ist wie bei Celeste, dass du hier dann immer wieder am Screen anfängst. Genau. Das ist gut. Das mag ich. So ein Spiel mag ich. Da ist die Frustgrenze kleiner. Okay, also die Wandsprünge, gebe ich zu, muss ich noch üben. Dann spiel doch mal eine Runde Celeste. Da musst du... Oh, das ist so... Deswegen, ich freue mich eigentlich, ich habe eigentlich total Bock gehabt auf dieses Spiel. Ich freue mich total und dann gucken wir das an und gucken, ob wie das geht und denken schon, wir sind völlig blöde, dass wir das nicht hinkriegen mit dem Koop. Und ja, dann ist das einfach in der Demo noch nicht drin, das Koop. Das haben sie dann noch nicht da eingebaut oder noch rausgenommen. Ja. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade, finde ich auch, aber die Demo ist ja frei verfügbar. Das heißt, ihr könnt auch einfach so das Spiel mal starten und ausprobieren. Und mit den 4 Leuten, oder beziehungsweise mit den 3 Leuten, mit denen ihr es zusammenspielen wollt, naja, die können es halt auch für sich einmal testen und dann weiß man ja trotzdem, ob es was für einen ist oder nicht. Hm. Auch wenn man den Spaß nicht unbedingt zusammen hat. Außer man macht so wie wir und einer schaut zu währenddessen. Ja, es hat so ein bisschen so die Vibes, wenn ich früher... Die Axt? Ah, ja. Jetzt. Die Axt. Vorher war es Check, jetzt ist es Check-X. Naja, ich muss auch sagen, wenn du dir das jetzt mal anguckst, die Axt ist größer als der Charakter. So muss eine vernünftige nordische Axt sein. Vielleicht heißt das Spiel auch gar nicht Jack and the X oder Jack-X, sondern eigentlich X and the Jack. Also, wer ist der Hauptcharakter, die Axt oder du? Das mag ich. Komm, dann hol dir mal da oben die Münzen gleich auch, ne? Ja, so. Oh, okay, das man... Du auch nicht. Oh, so nicht. Du verlierst Münzen, wenn du stirbst. Ich weiß. Hab ich schon gesehen. Okay, also sterben hat einen Effekt. Okay, also nicht ganz wie bei Celeste. Bei Celeste hat es ja nicht wirklich einen Effekt. Okay, die Dinger kann ich trotzdem nicht kaputt machen. Nee, die kannst du von oben wahrscheinlich kaputt machen. Wups. Aber die Stacheln machen dich kaputt. Autsch. Zack, 0 Münzen. Ach, nun. So, aber ich kann ja auch in der Luft... Lass die letzte. Nein. Oh. Nein, niemals. Niemals wird was zurückgelassen. Wow. Es sah so gut aus. Oh. Warum, Spiel? Warum? Ich wollte es euch nur einmal zeigen, wie es eigentlich professionell gemacht wird.
Du meinst, du wolltest nur einmal zeigen, wie man stirbt. Das hast du doch schon 20 Mal. Vor allem, die Münzen einsammeln bringt einem überhaupt nichts, wenn man dann danach sowieso wieder stirbt. Ja, du sollst auch nicht. Ja. Egal. Okay, das mache ich jetzt aber. Was, sterben? Ja, das auf jeden Fall, aber ups. Was? Achso, du meinst den Kristall. Ich wollte gerade sagen, wegen einer Münze. Oh Gott, da hast du das gesehen. Oh Gott. Wenn du die Axt wirfst, dann kommen da Stacheln aus den roten Dingern raus. Immer wenn ich die Axt werfe? Ja. Tatsache. Das heißt, du musst da links so springen, dass die Axt... Werf die Axt nach oben erst noch kurz. Oder so, ja. Okay, also wenn die Axt wieder bei dir ist, hört's auf. Das heißt, du musst dann... Oh Gott. Nach links die Axt hochspringen und dann nach links drücken, dass du hoffst. Ja, oh Gott. Aber ich kann nicht die Axt werfen und gleichzeitig hochspringen. Nee, wenn du rübergeswitcht bist, kannst du da nicht nochmal springen? Ich probier's mal aus. Ja, kann ich. Ah. Ta-da-da-da, eine Rune. Das Spiel ist übrigens nordisch beeinflusst und philippinisch. Eine sehr interessante Kombi. Okay. Ah. Aber Keyball Games, die Entwickler, sind Philippinen und haben da halt auch so ein bisschen philippinische Kultur einfließen lassen. Also momentan vom Vibe her erinnert mich das ganz stark an so eine Mischung aus Jana Sisters und Alex the Kid für Sega Master System. Zumindest auch was die Farbgebung des Schlosses angeht, also total in die Richtung. Nein. Wartest auch, bis die Fledermaus links ist. Also, ja, ich habe nicht auf die Fledermaus geachtet, ich gebe es ja zu. Weißt du, jetzt hast du schon jemanden, der erzählen kann. So, das machen wir hier mit Fledermäusen. Aber tatsächlich ist es so ein bisschen wie nein, ich habe doch X gedrückt. Mein Cousin spielt Spiele und ich muss zuschauen, weil ich der kleine bin, der da nicht mit selber ran darf. Ja, du kannst gleich spielen. Wenn ich gestorben bin, kannst du spielen. Nee, das zählt nicht. Ich bin ja nicht, ich habe ja nur vom Knopf abgerutscht. Eieiei. Wow. Das ist ja so cool, das ist auch wirklich so, du trainierst total hart und dann hast du irgendwann so einen Moment, wo du einfach dreimal geradeaus läufst und komplett in die Dinger reinläufst. Okay, also ich will runter, ich will den Wandsprung machen und dann will Vorsicht. Ich die Axt nach schräg oben werfen. Ja, du hast aber gesehen, dass die Fledermäuse, genau, da kommen die nämlich wieder. Oh, 12 einmal. Ja, genau, runter, zack. Ja, gut, jetzt, genau, einfach rüber. Oh Gott. Nee, schräg, diagonal. Vielleicht ein bisschen hochhüpfen und schräg diagonal, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, geht nicht, ne? Nee, kannst ja hüpfen, mal schräg diagonal und dann weghüpfen, wenn du da bist. Wenn du verstehst, was ich meine? Weiß nicht. Ich krieg dich mal schräg diagonal hin. Analogstick oder Steuerkreuz? Ah, jetzt. Jetzt. Okay. Das ist gar nicht so einfach. So, liebe Zuschauer, bitte zählt einmal durch und kommentiert, wie oft Lumi in diesem Spiel, in diesem Video gestorben ist. Ich würde sagen, nicht oft genug. Da wir selber nicht nachzählen wollen, würde ich mal sagen, wir nehmen einfach den, der die höchste Zahl nochmal, das wird schon stimmen. Hey. Ach, Manu. dieser Raum, das möchte ich jetzt auch mal erwähnen, dieser Raum ist optional. Warum hast du ihn? Ich weiß, warum. Ehrgeiz habe. Ja, es ist das Erdbeerthema. So. Wenn diese Passage nicht wäre. Oh, spring, Mädchen. Spring. Du landest auf der. Oh Gott. Da oben willst du doch gar nicht hin. Du willst nach rechts, oder? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn da oben? Rechts. Du willst nach rechts. Ach, das ist einfach nur der Rückweg, damit man das nicht normal machen genau. muss. Gut. Ja. Bäh, nicht bei mir spawnen. Komm her, kleine Fledermaus da unten. Sehr schön. Ah, und dann kann man dafür sorgen, dass sie auf demselben Ding sind. Nee, du brauchst jetzt einfach bloß die oberste. Ah, der jetzt ganz schnell die oberste fertig machen müssen und dann mit Wandsprung irgendwas. Nee, der Rhythmus ändert sich dadurch auch, also die Position ja, der einzelnen nicht, Fledermaus. Ich glaube nicht, dass das die Lösung des Rätsels ist. Das ist sehr zufällig. Ja, schon, aber... Ja, auch machbar. Ich würde die einfach ganz schnell töten und dann versuchen, mit Wandsprung und Axt hochzukommen. Halt. Da. Du stirbst doch gleich. Nein, sterbe ich nicht. Ah, gut, doch.
Das war Glück. Ja. Geh nach rechts. Was willst du denn links? Ach so, ich wollte zurück. Nein, warum denn? Ich geh doch weiter. Nein, Mann. Oh Gott. Dieser Warnsprung. Oh, das war so gut. Dieser Warnsprung macht mich fertig. Der ist überhaupt nicht intuitiv für mich. Ein Warnsprung, wo man automatisch, wenn man springt, am weitestmöglichen in die andere Richtung springt, ist für mich ganz furchtbar. Ich habe das lieber, wenn ich selber steuern kann, wo der Warnsprung hingeht. Okay, ich kann hier unten stehen. Oh Gott. Nee, ich krieg ja genau mit der Axt dafür nicht. Oh Gott, nee, jetzt sehe ich das erstmal. Oh Gott, das ist ja viel schlimmer noch, wie ich dachte. Oh Gott. Jo, das war gut. Oh, war aber schon nicht schlecht. Aber der Warnsprung sorgt dafür, dass man hier jetzt automatisch durchkommt. Ich muss nichts machen. Der Warnsprung ist genau so. Du musst nur die richtige Stelle treffen, ne? Ja. Da musst du, also brauchst gar nicht die Axt, glaube ich, auch. Aber doch da vielleicht. Oh Gott, aber da dann die richtige Stelle treffen. Ja, oder die Axt nach rechts werfen. Das schaffe ich, glaube ich, nicht im Sprung. Oh, oder so. Oh. Okay. Das sah nicht so aus, als ob das funktioniert. Oh, pass auf, wenn du nicht entschaffst. Ich weiß, da ist doch einer. Warum springst du denn nicht, Mädchen? Du hast doch die Axt nach oben. Oh. Aber dann wär's doch nicht spannend. Warum ist der jetzt da hinten? Das ist eine ich verschwinde Rune. Jetzt hab ich sie erst. Okay. Wahrscheinlich, damit du zum Ausgang geleitet wirst, damit du weißt, wo es rausgeht und nicht da in dem Raum fest bleibst und sagst, okay, das war's. Spiel zu Ende gespielt. Also, nur mal so, du kriegst jedes Mal, wenn du so eine Fledermaus tötest, kriegst du eine Münze. Das heißt, wenn du dich jetzt da hinstellst für ein paar Stunden und alle Fledermäuse tötest, hast du genug Münzen. Aber ich habe auch nichts. Nein. Nicht, aber theoretisch geht das. Also wer Bock hat, das zu abusen, wenn das. Abusen, ach Gott, das ist diese englische Wörter mal. Wer Bock hat, das auszunutzen. Nein! Was war das? Ich bin den Sprung nicht hochgekommen. Mhm. Oh. Ich möchte erwähnen, mein Controller ist auch kaputt. Ja, jetzt kommen wir dir aus. Wieso ist der kaputt? Was hat der denn? Der hat tatsächlich das Problem, dass das Steuerkreuz, der Stick nicht mehr geradeaus geht. Ich lenke immer in eine Richtung. Oh Gott, das wird mich so wahnsinnig machen. Ja. Zu Recht, das macht einen auch wahnsinnig. Also das hier, kannst du das Video als mit Handicap, so wie bei so Speedruns? Handicap Play. Ein Arm auf dem Rücken, mein Controller funktioniert nicht. Oh ja, das ist schön. Aber das geht schon. Ich bin das gewohnt. Mein Controller und ich, wir kennen uns. Aber hier war ich doch jetzt schon. Ja, da unten. Ach so, da bin ich vorhin hier abgebogen. Genau. Weißt du nicht ganz, warum die Rune nicht geholt ist? Bist du da nicht von links gekommen oder bin ich doof? Da hatte ich die Axt noch nicht. Ah. Wir sind jetzt auf dem Rückweg von der Axt sozusagen. Ah, und jetzt komme ich hier durch. Ich bin da nicht sicher, aber... Wenn ich die Axt in die richtige Richtung werfe. Denk dran, der Controller funktioniert nicht. Lass mich nicht mit dem Eisblocker schlagen, ich wollte gerade sagen. Du meinst, es wird ein Thema? Wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich sind das tödliche Eisblöcke. Die sind jetzt so schwer runtergefallen. Diese Kisten fallen ein bisschen leichter runter, aber die. Ja. Eigentlich ist diese Sprungpassage ganz simpel gewesen. Man muss nur A drücken, aber ich gehe trotzdem mit dem Stick von rechts nach links. Intuitiv. Ja, weil Wandsprung mit nur A ist komisch. Aber das ist ja auch normal. Geht mir genauso. So, und jetzt können wir hier an neue Orte, oder was? Sieht so aus, ne? Guck mal rechts hoch. I can't climb because of these bats. Ja, dann werde ich sie halt los. Sagte sie. Ist das jetzt dein Ernst, Fledermaus? So. Jetzt hätte ich doch mal mit ihm geredet, oder? Ah, da kannst du gar nicht. Aber ich komme da trotzdem nicht hoch. Ja, ich glaube. Also nicht mit meinen aktuellen Skills. Man kann doch bestimmt auch, das freut mich schon die ganze Zeit, wahrscheinlich irgendwann auf die Fledermäuse und dann weiterspringen oder so. Ja, bestimmt. Ach, du bist jetzt wieder in der ersten Welt hier. Nur weiter ja, oben. Genau, das ist die Oberwelt. Und hier brauchen wir Münzen, um das nächste Gebiet freizuschalten. Also nicht, sehr wahrscheinlich nicht das für uns jetzt relevante nächste Gebiet. Aber irgendein andererseits, 50 Münzen. Saving. Did you know our ancestors used to travel using magical shrines? Oh, Schnellreise.
wird angedeutet. Das freut mich schon mal. Und die Münzen tauchen auch immer wieder auf, ne? Ja. Ja. Also Münzen grinden ist hier jetzt nicht das große Thema, glaube ich. Oh. Oh, oh. Ah, pass auf, da oben sind so Yeezys oder sowas, die schmeißen Schnee. Genau. Hallo. Wie geht's euch so? Ich glaube, die werfen aber immer denselben Winkel, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir werden es nie erfahren. Ich habe sie sofort vernichtet. Naja, sofort will ich jetzt nicht sagen. Oh, Überraschungsrune, die habe ich gar nicht wahrgenommen. 7 Stück schon, Leute. Aber es ist ja auch nicht mein Job, hier die Welt mir anzugucken und zu verstehen. Das macht ja Janosch für mich. Ich versuch's zumindest. Also ich wollte die zusammen. Münzen hier unten haben. Ein kleines Mädchen, eventuell Junge mit langen blonden Haaren, wirft eine Axt, die größer ist als sie selbst und springt dann zu dieser Axt hin. Klingt logisch. Oh, 15? Ah, guck mal, das scheint eher so auch irgendwie... Ist es nicht 75? Nee, nein, 15, nein, hast du recht. Guck mal, da siehst du ja die 7 jetzt. Ja, genau. 15, okay. Dann haben wir da noch so eine Zusatz, so ein Zusatzgebiet, so ein Bonusding vielleicht, weil die Runen sind ja alle sehr auf Bonus ausgelegt. Doppelkill! Ich hab's dir gesagt, der Eisblock fällt auf dich rauf. Ach so, was ist passiert? Sagt die Lumi, ist das nochmal ein Thema? Ja, könnte sein. Oh. Aua, ey, das war gemein. Ich hab gar nicht gesehen, dass du da bist. Oh. Na gut. Haben wir die jetzt aber gespendet? Ja, das wurde sich gemerkt. Ja, da war vielleicht so ein kleiner Eisblock. Ich habe ehrlich gesagt null drauf geachtet. Ich habe einfach nur gespammt und... Du bist vorgelaufen, ja. Ich bin nicht vorgelaufen, sondern ich habe X gedrückt. Ah ja, okay. Sprung gemacht. Ja. Und dann springt man automatisch, wenn die Axt so weit weg ist. Du solltest überlegen, du hast jetzt gerade 50 Münzen, ob du zurück jetzt zu dieser Tür und die Tür aufmachst. Oder ob du eher rechts gucken jetzt erstmal. Dann fällst du doch runter. Aufzüge. Also es ist auf jeden Fall eine schöne Open World. Oh, du gehst nicht weiter nach oben. Ich dachte... Wenn du die Axt nicht... Ach, wenn ich die Axt nicht habe, dann geht's runter. Das ist nicht eine magische Axt. Oh, nach oben bist du. Da ist... Da geht's rein. Ja, das sehe ich auch. Ja, du hast gleich so den Bild erkennen. Da geht's rein. Ja. Guck mal, da ist ein Pfeil. Der fängt nach rechts. Das Monster kannst du besiegen. Da fährst du nach oben. Vorsicht, da hat Schneebälle. Aber ich habe 50 Münzen. Die verliere ich doch hier drin jetzt alle. Ja, dann würdest du vielleicht nicht hier reingehen. Ich gehe hier wieder raus. Es tut mir leid, Leute. Aber, ich habe 50 Münzen. Da hat Janosch schon recht. Wir haben da so eine Tür, die öffnet sich nur mit 50 Münzen. Ich verrate euch mein Geheimnis. Nein, tut ihr das gar nicht. Nee, nicht wirklich. Ja, du Angst, dass sie die Münzen verliert, weil sie Angst. Ja, weil sie Angst, wir wissen ja alle, ich gehe mit 0 Münzen aus diesem Gebiet raus. Ja. Ich komme mit 0 Münzen zu dem Ort. Oh, das wird ein Problem. 50. Aber gut, du kriegst jetzt nochmal ein paar. Ja, wir müssen halt einfach zwischendrin auch Münzen sammeln. Ja. Mein Problem ist, ich weiß nicht mehr genau, wo die Tür war. Links oben irgendwie. Das heißt, genau da. Oh. Bei? Kaufen. 100 Tint, das. Ich weiß nicht genau, was das ist. Alles ach, Tint. Farbe! Ach, du kannst dich einfärben. Jetzt check ich das, der Helm. Ich sehe, ja, ich. Nee, nicht nur der Helm, auch meine Haare und alles. Okay. Siehst du es nicht? Doch, ich sehe es. Ich überlege bloß gerade, was die bessere Farbe ist. Aber du kannst sie eh nicht. Ist egal, ich kann mir keinen davon leisten. Aber cool. Also, du wirst sie wahrscheinlich nie leisten können. Hey! Also ich habe einen Kaffeebecher und jedes Mal, wenn du runterfällst, trinke ich einen Schluck. Der ist schon zweimal leer. So. Ach, ich bin so gemein. Dann hab ich das Gefühl, du hast wohl ein Trinkproblem. Ein Kaffeetrinkproblem. Ja, das habe ich tatsächlich manchmal. Weiter links oben noch, glaube ich. Genau, weil hier war ja, irgendwie... Ja, das ist jetzt genau dein Job, da hoch. Da rein, dann rechts. Ach, wie schön. Gucken wir es uns an. Es wird gar nicht eine herausfordernde Profi-Passage oder so, weil es eine Tür ist, die man auch erst später aufmachen soll. Nein! Aber hier ganz gut Münzen kriegen, glaube ich. Wenn man nicht stirbt, kannst du, glaube ich, in jedem dieser Gebiete gut Münzen kriegen. Ja, genau. Ja,
Oh nein, nein, nicht den Schlüssel, nicht den Schlüssel. Warte mal. Geh mal nochmal nach unten und geh mal nochmal nach links. Weil, pass mal auf, nur dass du es weißt, das wird schwer. Denn hier links die Blöcke mit den Schlössern, die verschwinden, wenn du den Schlüssel hast. Ja, das ist mir klar. Willst du das wirklich probieren? Die Frage ist, wie komme ich denn dann überhaupt zurück? Also ich kann ja von hier aus gar nicht... Wenn du da hingesprungen bist, Axt nach oben, also du kannst doch nicht... Ich kann die Axt nur einmal, wenn ich sie werfe, ich kann nur einmal hinspringen. Ich kann danach die Axt nicht nochmal werfen. Probier das mal, smash den Button. Drück mal schnell. Ich kann das nicht machen. Du siehst es daran. Ich kann ja mal hier oben hingehen, wo ich auch nicht gut werfen kann und nicht sterbe. Ich gehe mal kurz raus und zeige es dir. Machst du doch nach links oder nach rechts, das reicht auch. Das siehst du nicht so gut. Weil wenn ich nämlich jetzt nach oben springe, die Axt werfe und nach oben, siehst du, wie sich die Axt dann noch in der Luft dreht? Ah, das ist wie... Und dieses Drehen zeigt mir an, du kannst die Axt nicht nochmal werfen. Ja, wie bei Celeste mit den roten Haaren, den blauen Haaren, genau. Ja. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, ist das vielleicht eine Sache, die wir einfach noch nicht machen können. Nee, ich glaube auch nicht. Wahrscheinlich. Weil wenn ich hier bin, komme ich... Ja. Ich kann zwar dahin, aber ich kann dann von dort nicht nochmal hochspringen. Geh mal raus, ich will mal was gucken, wir müssen mal was probieren. Das kannst du sehen, du hast richtig. Mach mal irgendwo an der Stelle von der Wand, wo rechts eine Wand ist, da oben. Geh mal da hoch, bitte. Nein, das geht auch nicht, ne? Mach mal die Axt hoch und geh da mal an die Wand und spring von der Wand ab. Lass mal gucken, ob vielleicht nach dem Wandsprung sich das resettet. Nee. Nein. Okay. Mist. Gut. Das heißt, wir haben einen mega weiten Weg auf uns genommen. 50 Münzen einfach so ausgegeben. Nein, die Tür bleibt doch hoffentlich offen. Ja. So, das war Absicht tatsächlich, damit wir hier direkt wieder hinkommen. Haha, mitgedacht. Wer lacht hier jetzt? Ich? Ja. Ja. Ich wollte gerade mal sagen, liebe Zuschauer, wer von uns glaubt denn das? Tatsächlich war es aber ja, ich glaube, ich muss auch sagen, so. Hier zeige ich jetzt nicht. Nein. So, unvorsichtig. Deswegen... Ah, das ist das richtige Wort. Das ist doof, wollte ich nicht sagen. Unvorsichtig kann gar nicht sein. Dieser Wandsprung. Das wird mein schlimmster Feind in dem Spiel. Du musst aufpassen, ich darf dir nicht so viele freche Sachen sagen, sonst gibt es so morgen neues Infovideo. Ach, Janosch, der macht übrigens nichts mehr für Schattenspiel TV. Nein. Nee, im Zweifel kommt da nur ein. Janosch macht jetzt nur noch Präzisionsplattformer. Viel Spaß. Ich kaufe schon mal einen 10er-Pack Controller. Oh Gott, ist das ein Bosskampf? Das sieht aus wie ein Bosskampf. Oh. Oh, cool, Münzen. Das hier sieht doch so nach Bosskampftür aus. Es gibt nämlich Bosskämpfe in dem Spiel. Was ist da rechts unten? Immer rechts runter? Eine Mauer? Vielleicht ist es ein Fehler. Grafikbug oder eine Füllstandsanzeige? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, es ist einfach nur ein Grafikproblem. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Stück von der Wand hier auch. Und das ist da, wahrscheinlich ist da nur ein Teilset nicht richtig gesetzt. Also. Ja. Wir gehen das mal. Ist ja noch die Demo, ist ja noch Pre-Alpha. Da. Oh. Oh. Vorsicht. Nix. Das habe ich zu spät geschaltet. Ja. Man muss ja auch die Angriffe erstmal kennenlernen. Oh. Ich habe doch meine Axt geworfen. Ja, wenn ich nach oben, die war um die Seite, das hat nicht gereicht. Die Spieker sind ganz schön hoch. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nee, 6, 8. Aber ach, ich muss die schneller werfen. Ja. Ich muss direkt die Axt werfen und nicht springen. Ja. Und vor allem nicht, ich wollte nicht über den Block unbedingt. Ah, okay. Ach so, okay. Du musst gucken, dass der auf dem Block die Stampfattacke macht. Das haben wir jetzt hier am Anfang gesehen. Weil genau. Okay. Ich hoffe übrigens auch, dass ihr Janosch jetzt in dieser Passage noch gut hören könnt, weil natürlich die Musik etwas lauter geworden ist. Hier runter! Ach, Manno! Und jetzt nicht sagen, ich rede einfach lauter, aber das ist nicht so, dass die Blut den Leuten irgendwann die Ohren gehen. Oh! Ah! Ey, das ist aber auch... Da
Das ist ein harter Bosskampf. Das Schlimme ist, also ich kann das ja jetzt hier ruhig erzählen, ich muss mich ja nicht konzentrieren. Aber das ist immer das Schlimme, wenn du so Leute im Spiel zusiehst, du denkst mal, wer ist der denn doof? Warum kann der das denn nicht? Bla bla bla. Aber wenn du es selber machst, dann hast du genau dasselbe Problem. Ja, warum schaffe ich denn diesen Sprung nicht? Das kann ich dir nicht beantworten. Das sieht gar nicht so künstlich aus, ehrlicherweise. Aber ich weiß ja, wie es ist. Ich weiß ja, was kommt und so. Nein, ich hab's nicht nach oben. Oh Gott, das war. Mein Herz. Ja, sehr gut. Und jetzt. Ha! Wir umgehen diesen Spaß einfach. Na! Nein! Boah, das ist echt hart, dass man nur einen Treffer auch aushält. Ich könnte jetzt sagen, kleines schwaches Mädchen, aber ich bin mir nicht sicher. Könnte ja auch ein Junge sein. Ja, kleine schwache Jungs halt. Kleine schwache Wikinger, sagen wir es einfach so. Kleine schwache Wikinger. Ja, ich bin in ihn reingehüpft. Ja, ihr habt gesehen. Intelligent, ehrlicherweise, aber okay. Das passiert halt. Das ist so gut. Ich mag den kleinen niedlichen Totenkopf im Hintergrund. Das ist ja auch, schön, dass du den magst. Auch, dass der Block nicht mehr steht. Ich weiß, was vorher passiert. Oh Gott. Du kannst in die Zukunft schauen. Das ist schon wieder die Verschwörungstheorie. In Wahrheit hat man das Video ganz alleine aufgenommen, sich selber geht und sich einfach nur passend dazu nachträglich synchronisieren. Wenn das der Fall wäre, dann wärst du jetzt lauter und besser zu verstehen. Nee, das haben wir mit Absicht gemacht, damit es nicht so auffällt. Verschwörungstheorie. Ach, ehrlich. Okay. Beides ist auch gar nicht mit Gameplay. Nein, nein, das ist schon alles hier. Ah! Nein, mit dem Falschen angefangen, Mist. Oh Gott, das ist echt nicht ohne. Ich würde auch einfach, ehrlicherweise, ich würde gar nicht versuchen, dass der auf diesen Block aufgeht, sondern ich würde einfach gucken, dass der ganz viele Blöcke nach und nach wirft und irgendwann geht der automatisch los. Okay, aber solange ich diesem Stachelding nicht ausweichen kann, ist alles noch komplette Theorie. Ja, ich wollte gerade sagen, so, dann lass mich das ja gut. Mein Problem ist, ich habe den Instinkt zu springen. Der Instinkt muss aber sein, Axt werfen. Hahaha. Jetzt nochmal. Konzentrieren. Nein! Ah, das ist jetzt richtig doof. Ja, du musst einfach noch einen neuen dafür. Nein, ich hab doch sogar jetzt gerade noch. Sekunde zu langsam. Ich weiß nicht warum, ich kann es dir nicht sagen. Reflexe. Ich bin halt kein junges Mädchen mehr. Das Thema hat noch mit Gabriel auch mal. Doch. Also ja, nicht ganz jung, aber. Du bist doch eigentlich im besten Zocker, Alter. Nicht wirklich. Mein Problem ist, dass ich A drücke. Nicht springen, Lumi. Nicht springen. Nimm dir so ein bisschen Tesaband oder ein Pflaster und klebt dir mal über den Knopf drüber. Weil so ist es auch kein Thema. Das einzige Problem ist. Ach, schade. Doch, sehr schön. Ja, das einzige Problem ist, wenn man halt vorher A drückt. Was Zeit, ich gerade übrigens wieder getan ja, habe. Ja, aber das hat ja, da ging es doch, aber du warst doch relativ weit weg. Ja, 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 und komm. Oh, oh, nein, zweite Phase. Nein. Okay. Ach, schade. Nein. Na. Willst du es auch wissen? Ja, natürlich will ich es wissen. Willst du es nicht wissen? Nein! Ja, Alter, passiert das, ich wusste es. Aber hey, ich finde, das ist schon ein Sieg. Wir haben die zweite Phase gesehen. Wir wissen alle, es gibt noch eine dritte Phase, weil Bosskämpfe so funktionieren. Ja, nö, nicht unbedingt. Also, Kai kann auch schon mal auch schon öfter mitarbeiten. Ich
sag das auch ehrlich, also ja, es ist auch irgendwie cool, wenn du weißt, dass hier in dem Spiel so, ich muss den dreimal treffen und nicht immer drin bin. Aber ich mag das auch, wenn es so ein bisschen anders oder unterschiedlich ist. Nein, was? Das war ein krasser Sprung. Ja, aber wieso habe ich diesen Sprung hingekriegt? Ja, ah! Oh, zu viel in einer Ecke. Ja, jetzt ist aber gerade so. Ah, ich dachte, du triffst den Boss und nee, dann kriegst du Da, springen! Ich weiß nicht, Zuschauer, habt ihr jetzt auch so Bock auf Vanilleeis? Wieso das denn? Weil hier so viel Eis ist. Aber warum Vanille? Ja, Schoko ist, ja, nee, aber das ist das Weiß, also Zitrone, ich weiß, aber hier ist auch Vanilleeis. Schön Vanilleeis. Erdbeeren. Okay, Leute, letzter Versuch. Sprich, jetzt, wir werden diesen Boss nicht erfolgreich besiegen. Doch, das schaffst du jetzt. Jetzt, ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Ah! Okay. Einer noch. Komm, wie einer gesagt, noch. Letzter einer Versuch. Ja. Jetzt, das ist er jetzt aber. Das ist er. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß ja auch, wo mein Fehler ist. Ich stehe immer so doof seitlich, wenn er diese Attacke nach unten macht. Mist. Schade. Ach, ich muss natürlich ausweichen und mich nicht ärgern. Ich habe mich einfach nur geärgert. Das ist aber wirklich der letzte Versuch. 4 Stunden später. Das ist jetzt aber wirklich der letzte Versuch. Ah! Okay. Gut. Ich weiß, wann ich mich geschlagen geben sollte. Ja. Ah. Schade. Ich hätte gerne mit einem erfolgreichen Bosskampf geendet, aber ihr könnt euch die Demo ja selber installieren und runterladen und schauen, ob ihr euch besser schlagt. Schreibt's gerne in die Kommentare, ob ihr den Boss besiegen konntet. In weniger Versuchen als ich. Es schafft ihr alle. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Es schafft ihr. Ja, nee, das wird unmöglich. Das ist ja, der ist ja hammerhart, ja. Nein, so schwer ist er tatsächlich gar nicht. Ein bisschen Konzentration, ein bisschen ausgeschlafener sein. Vielleicht ist es früher morgen. Ja, die Ausreden, ich weiß. Funktionierender Controller. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wenn das im Koop rauskommt, weil ich glaube, dann mit dem Bosskampf ist noch was ganz anderes. Ich bin mega gespannt, wie das funktioniert, ja. Da freue ich mich sehr drauf. Schreibt es uns auch, wenn ihr da Lust habt, das zusammen mit uns mal zu sehen, wie wir gemeinsam Jack-X im Multiplayer spielen. Wie wir gemeinsam sterben und Münzen verlieren. Hat man denn ein Münzkonto zusammen? Alles Spekulationen. Keine Ahnung. Das, also der Gedanke flasht mich gerade. Okay, jetzt bin ich noch gespannt, toll. Das Münzkonto, das ist das Spannendste. Ja, ja, weil ich die ganze Zeit Münzen sammle und du sie verlierst. Genau, ja. Janosch, schaut euch Celeste an. Janosch stirbt nie. Bei Celeste hat das aber keine Auswirkungen. Das gehört zum Konzept. Das ist irrelevant. Na gut. Ja, ich sterbe auch wieder. Okay. Aber ich hoffe, euch hat die Folge Jack-X gefallen. Wie gesagt, unbedingt in die Kommentare schreiben und natürlich Daumen nach oben dalassen. Dann viel Spaß beim Selberspielen, falls ihr selber spielen solltet. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Janosch, fürs Kommentieren. Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss.